Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Ist delicious. Hey Leute, was geht ab und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 21. Wir hatten uns ja vorgestern Lewandowski geholt und ich habe ihn auch gar nicht so richtig ausgetestet. Ich werde ihn heute ausprobieren. Aber vorerst habe ich mir gedacht, hole ich mir heute die Belohnungen ab. Weil bevor ich irgendwie es noch vergesse, die ganzen Tots-Pass-Belohnungen abzuholen, mache ich das lieber mit euch gemeinsam. Weil dann haben wir A, was Produktives. Wir holen uns die ganzen Skillboost-Karten und die ganzen Erfahrungspunkte und was das alles hier noch am Start sein sollte. Hier Tots-Tokimokis, die können wir gerne morgen rausknallen, die restlichen Tots-Token, die ich hier noch habe. Keine Ahnung, wie viele. Wir können ja gleich mal schauen, wie viele ich denn habe, dass wir schon mal planen können. Guck mal, League Ore, Tots kann ich mit den Punkte kann ich mir holen. Dann kann ich mir vielleicht noch League Ore Spieler jetzt holen, weil ich sowieso heute eigentlich gar nicht wusste. Ich weiß auch nicht, ob ich Donnerstag streame, weil Donnerstag ist ja das Tots sowieso vorbei. Ich denke, ich schmeiß aber schon den Stream an. Ja, ich werde den Stream anschmeißen und dann kommt ja eventuell ein neues Event raus um 21 Uhr. Oder es ist halt erstmal. Huch. Oder es ist erstmal ein paar Tage. Meine Herren, was ist das jetzt hier schon wieder? Jede Nachricht hier. Mann, kann man nicht mal in Ruhe aufnehmen oder was? Ja, dankeschön. Ja, dankeschön. Kleines Mädchen YouTube. Bester Name, Kapi. Was ist das denn hier? Hallo. Hört mal jetzt auf, Mann. Ich möchte einmal in Ruhe aufnehmen. Dankeschön. Tots-Tickets. Hallo, kann ich noch umtauschen? Wie viele Tots-Tickets habe ich denn eigentlich? Leute, ich bin so, ne? Tots, leider die letzten 3 Wochen ist an mir vorbeigegangen. Muss ich so, ne? Habe ich euch schon öfters gesagt, aber umso öfters, desto mehr Leute verstehen es auch, dass Tots so an mir vorbeigegangen ist. Aus Gründen. Ja. Huch. Wir holen uns einfach die Belohnung jetzt ab. Donnerstag, wie gesagt. Die eventuell neues Event. Ansonsten beenden wir quasi das Tots am Donnerstag gemeinsam live. Weil wenn um 21 Uhr nichts Neues kommt, dann müssen wir mal gucken. Aber Donnerstag bin ich live. Das kann ich euch sagen. Nach der 20 Uhr Folge, also um 20.10, 20.15 ungefähr. Je nachdem, wie lange die 20 Uhr Folge halt geht. Letzte Woche war es halt kurz, weil ich da letzte Woche noch absolut gebrochen war. Und eigentlich weiterhin gebrochen bin. Ja, nicht nur eigentlich, sondern ist halt so, ne? Trauriger Hase, aber egal. So, 2000 und 1200 Skillboost-Karten auch nochmal hier auf Trocken. Und Tots-Tickets, wie viel sind das? Auch nochmal 500 Tots-Tickets. Und ich glaube, ich habe Sonnenbrand, Junge, Leute, hier. Kann man das so ein bisschen sehen? Obwohl, den Unterschied kann man gar nicht sehen, ne? Ich war eh ohne T-Shirt in der Sonne. Das heißt, eigentlich sollte man den Unterschied nicht sehen. Aber keine Ahnung. So, ist ja auch egal jetzt hier. Der Sonnenbrand-Talk hier. So, 400 Tickets nochmal und 20 epische Punkte. Let's go. So, somit haben wir jetzt diese Belohnungen erstmal alle abgeholt. Das ist erstmal schon die erste Miete, so, ne? Die erste kleine Miete. Ich könnte theoretisch noch die ganzen Spiele hier machen und die Skillboost, die SBCs. Hier habe ich auch schon alles abgeholt. Hier habe ich alles abgeholt. Hier habe ich alles abgeholt und Serie A habe ich, glaube ich, gar nicht geholt, ja. Okay, hier konnte ich dann auch sowieso nichts abholen. So, okay, dann passt das jetzt erstmal so weit. Jetzt müssen wir aber mal gucken, wie viele Tickets wir haben. Wir haben, 1000 Stück. Oh, Leute, wir öffnen morgen 10 Packs. Und bitte kommentiert, welche Packs. Es macht ja Sinn, eigentlich einen 98er Safe abzuholen. Das heißt, Andrej Kramaric könnten wir uns holen. Ich denke mal, ich gehe auf Bundesliga. Volle Pulle auf Bundesliga. Und die Frage ist auch, wie viele, wo ist League 1 hin? Da hinten, so. Wie viele Tickets habe ich hier noch? 3000, das heißt 5600. Also theoretisch League 1, aber League 1. Ich guck mal, was ich mit den 3000 Tickets denn machen könnte. Erstmal hole ich mir jetzt hier noch die anderen ab. Drei Goldspieler. Also ich kann ja oben und unten lang gehen, glaube ich, mit den 2600 Punkten, wenn mich nicht alles täuscht. Wir probieren es einfach. Oder, ja, ich gehe oben lang zu Silic. Und auch nochmal 50 Token hier. Ah, ne? Hinten raus der
Wie sagt man hinten raus, da tanzt die Ente? Nee. Wie geht das Sprichwort? Ansonsten habe ich jetzt ein neues Sprichwort erfunden. Hinten raus, da tanzt die Ente, Jungs. Merkt euch das. Hinten raus, da tanzt die Ente. Merkt euch das. So, Moritz, das war extra für dich. Ich hoffe, wir verstehen uns, Moritz. So, zack, Skillboost-Karten. Nein, das Angebot möchte ich nicht. Okay, nee, ich kann nur einen holen. Also, nur einen. Und 20 ultimative Punkte kriege ich dann auch nochmal so selig. Ich habe aber nur 20 ultimative Punkte. Serie A, wie viel habe ich da? 875. Damit kann ich ja nichts weiter anfangen. Ich kann mir hier nochmal Münzen holen. Das kann ich machen, ja. Wie viel teuer ist das? Ja, kann ich mir nochmal Münzen holen. 135.000. Wir pöschen uns wieder ein bisschen nach oben. Nachdem die gestrige 20-Uhr-Folge mit den... Oh, nochmal ein 85er, ja. Mit der Dwarf-Challenge ein bisschen nach hinten losgegangen ist, sagen wir es mal so. Cody Gakpo. Gar nicht so verkehrt von Eindhoven, muss ich sagen. Bundesliga habe ich 200 Punkte. So, da müssen wir gleich mal gucken. 700 Punkte bei La Liga. Alter, wie weit bin ich denn bei La Liga hier gegangen? Mashallah. Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Das heißt, ich hole mir 80.000 Erfahrungspunkte. Ist ja jetzt auch nicht verkehrt. So. Dann Premier League. Habe ich da noch 2.700 Punkte, ey. Was hole ich denn mir damit? Also ich könnte auf Jamie Vardy gehen, oder? Jamie Vardy Party? Also mit den 3000 Punkten, die ich jetzt noch habe. Es sei denn, in der Bundesliga lohnt es sich mehr. Ich muss mal gucken. So, 1100. Das heißt, ich habe jetzt noch 450 Premier League Punkte. Und für Jamie Vardy muss ich wahrscheinlich 2,5 zahlen. 1,4 sogar nur. Okay, wir könnten uns easy peasy Jamie Vardy holen. Und hab auch nochmal, Alter, was habe ich denn hier alles? Junge, 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 Junge. Mois Keen, moin, Meister Mois. Mois Keen. Hole ich mir und 35 ultimative Punkte, Leute. Wir pöschen uns mit den ultimativen Punkten auch noch um. So, wenn ich dann unten lang gehe, warte mal. Ah, 1,8. Ah, theoretisch gesehen könnte ich, ja, warte mal, ich gucke erstmal Bundesliga. Da bin ich ja relativ weit hinten, oder was heißt relativ weit hinten? Da bin ich eigentlich fast ganz hinten. So, wie teuer ist denn das hier? 2, 2, 5, 4 und für Lewandowski auch nochmal. Nee, aber André Silva. Ja, André Silva sollten wir uns holen. Ja, macht Sinn. André Silva holen wir uns und Jamie Vardy eventuell auch nochmal in den nächsten Tagen. Es reichen ja, ich hatte ja 3000 Punkte und ich brauche, zack, noch einmal 2,6. Bam bam, 2,7. Wie viel brauche ich jetzt nochmal für André Mandre? André Schmandre? Ja, ich wollte noch ein Spiel mit Dings machen, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. 2,5. Ja, aber musste ich gar nicht so viel ausgeben. Jetzt habe ich wieder 200 Punkte umsonst. Egal. André Silva ist am Start. Sehr gut. 135 ultimative Punkte auch. Sehr gut. Für Jamie Vardy hätte ich dann jetzt noch 555 Punkte. Ich hole mir mal jetzt 500 Punkte ab. Das heißt, ich habe 950. Das heißt, 500 Punkte fehlen mir. Aber man kriegt ja noch TOTS-Tickets, wenn man die Skillspiele spielt, die ich in den letzten Tagen, ihr kennt mich, leider nicht gespielt habe. Ich hoffe, es kommen auch wieder andere Zeiten. Ne? Das ist bei mir jetzt alles drunter und drüber gegangen. Normalerweise bin ich halt jemand, der täglich FIFA Mobile spielt und halt jeden Tag die Skillspiele macht. Somit kommt man, also wenn man jeden Tag spielt, so kommt man halt am schnellsten voran. Umso mehr Gesamtbewertungen kriegt man etc. Skillboost-Karten, bla 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 bla. So. Ich wollte nochmal hier ins Ultimative gucken, weil ich da jetzt ja durch diese Punkte habe ich 190. 190. 100 Punkte fehlen mir da. Ich könnte mir sogar wirklich nochmal einen 98er holen. Oder auf Krampf. Wie viel kriege ich für Jamie Vardy? Wenn ich mir Jamie Vardy jetzt beispielsweise Donnerstag im Livestream abhole, also ganz am Ende, kriege ich nochmal 35 ultimative Punkte. Das heißt, ich habe 225 und das würde wirklich ausreichen für einen Hernandez, für einen Salah, für einen Keylor Navas oder für einen Sancho Pancho. Müssen wir uns dann entscheiden, was wir machen. Das, was ich jetzt mache, ist nochmal ein Versus-Angriffsspiel, weil ich möchte nochmal eins machen, beziehungsweise vorher trainiere ich eine Skillboost-Karte. Zwei auf einem Streich, Schweinsteiger Beckham, das schmeckt immer am besten. Und vielleicht durch diese zwei Skillboost-Karten 163, nee, leider nicht, schade, egal. Ich gehe rein in den Versus-Angriff mit unserem 162er-Team
und mit Lewandowski und baller einfach, Leute, ich baller hier, ne? Ich hab Hass und Wut im Bauch. Ich hab Hass und Wut im Bauch. Und da baller ich jetzt den Gegner weg. Da baller ich jetzt den Gegner weg. Mann. Ja. Müsst ihr gar nicht so gucken. Was guckt ihr jetzt da so? Ne? Ich baller jetzt den Gegner weg. Zarach. FC Novosolole Mole Schmolo Molo. 15 Tore baller ich rein. Das verspreche ich euch. Lewandowski hat Bock. Der hat mich vor der Folge angerufen. Hat gemeint, hey Dennis, mach heute 15 Tore mit mir. Habe ich gesagt, ey Robert, kein Problem, Kollege. Also, Lewandowski, all eyes on you. All eyes on you. Ich möchte keinen Schuss mehr erleben, den Lewandowski nicht reinmacht. Habe ich euch das schon gesagt? Ich glaube nicht. Deswegen habe ich es euch jetzt gesagt. So, Flanke nach vorne. Eto, springen. Oh, Eto. Das war nicht gut. Ich brauche halt die tollen Chancen, die gönnen müssen. Eto. Ja, das waren jetzt 3 Tore nach 30 Sekunden. Das ist halt überhaupt nicht gut. So schaffe ich die 15 Tore nicht. Ich brauche tolle Chancen, tolle Chancen, tolle Chancen. So hole ich auf. So kriege ich Zeit. Gut geschrieben, sage ich mal. Komm Lever, geh vorbei. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. 7. Türchen. Ah, David Beckham, das war... Oh, der geht trotzdem noch rein. Aus der Drehung so ein Ding. Ich hätte gedacht, der geht nicht mehr rein. Weil ich da ein bisschen gefettfingert hatte. Muss ich ja auch ehrlicherweise gestehen. Lewandowski. Ah, Lewandowski. Was machen Sie da? Ich denke mal, die 15 Tore schaffe ich leider nicht. Oder ganz schnell auf Krampf irgendwie, irgendwann... Irgendwie, irgendwo, irgendwann. 11:4. Freistoß. Komm, komm, komm. Gönn, 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 gönn. 10 Sekunden. Ist machbar, ist machbar. 3 Tore. Aber dafür müssen jetzt, da muss jetzt jeder Schuss sitzen. Und ich brauche halt auch genau tolle Chancen. Ja, nee. Ein Tor hat am Ende gefehlt. Egal. Trotzdem aus meiner Sicht eine gute und geile Folge. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und haut rein. Tschüss.